Lass uns auf Folgendes reagieren. Ich habe was richtig Lustiges gesehen. Also das hat mich extrem zum Lachen gebracht. Papa Platte fliegt vielleicht aus seiner Wohnung. Actually funny. Actually funny. Ich habe es immer noch nicht geschafft, meine scheiß BTTV-Emotes hier einzubinden. Da ich ja gelernter Immobilienkaufmann bin, kann ich sicherlich Kevin da Rechtsberatung zur Seite stellen. Ich bin gespannt, Digga. Kevin wird vielleicht aus seiner Wohnung rausgeworfen. Also, ich call es jetzt schon, Digga. Das ist so ein Ding wie bei einer Monte Real Talk Story. Das Problem ist so groß, aber es wird so groß gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach wieder der Content. Wenn ich euch von jedem Problem erzählen würde, was ich hätte, Digga. Lass uns gar nicht erst drüber erzählen. Lass uns gar nicht erst drüber anfangen. Let's go, auf geht's, Digga. Was ist denn das hier? Monte Cool Emote. What the... Ah, du Scheiße, Mann. Richtig abfuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde hier demnächst aus der Wohnung auch rausgeschmissen. Bro, ich habe so eine richtig lange E-Mail bekommen von meinem Vermieter. Na klar. Verschiedene Sachen, für die nicht fit gehen. Also erstmal war ich irgendwie um 3 Uhr nachts zu laut. Irgendwann mal. Das verstehe ich halt, aber so... Wirklich no front, ja? No front. Aber die sich halt aufgeregt haben, darüber, dass ich zu laut war, die lassen immer ihre Tür offen. Der Köter kläfft den ganzen Tag. Und die kochen den ganzen Tag irgendeinen Asian Food, Bro. Es riecht einfach wie so ein, weiß ich nicht, so ein Asiamarkt, Alter. Lächer, Digga, danke schön, in meiner kompletten Etage. Dass die sich aufregen, ist so frech. Aber egal, auf jeden Fall. Okay, Kevin, alles klar. So, wer lüftet seine Wohnung, indem man die Wohnungstür aufmacht? Mach doch einfach dein Fenster auf, wie jeder normale Mensch. Keine Cringe, doch. Naja, auf jeden Fall, das ist ein Ding, dass ich zu laut war den einen Tag, aber das verstehe ich, da habe ich mich auch bei denen entschuldigt sogar. Finde ich übertrieben dreist, dass sie das trotzdem gesnitcht haben zur Vermietung. Digga, ich bin nächsten Tag hingegangen. Gesnitcht? Erstmal, die sind rübergekommen, meinten, hey, könnt ihr leiser machen? Wir haben instant leiser gemacht und ich habe mich nächsten Tag sogar noch bei denen entschuldigt, Digga. Nimm an, das ist wahrscheinlich der geisteskranke Marihuana-Geruch, der da durch den Hausflur zieht, der eventuell auch den einen oder anderen Mieter da stören könnte, Kevin. Stich ja trotzdem bei der Vermietung. Dann auch sehr, sehr geil. Ich kann jetzt halt nicht mehr mit offenem Fenster streamen im Grunde, weil ich anscheinend zu laut bin und die Nachbarn anscheinend ein paar merkwürdige Schreie tagsüber gehört haben. Sehr fresh, aber das verstehe ich auch irgendwo, aber es ist trotzdem Kacke. Und dann mein Favorite von der E-Mail, mein Favorite Part von der E-Mail. Außerdem sind wir aufmerksam geworden auf folgendes Video. Ratet mal, welches Video verlinkt war. Oh, 40 Kilogramm Trockeneis-Experiment. Oh, Digga, no. Ah, okay, Digga. Yo, perfekt. Digga, die wollen mir da sagen, dass wir die Nachbarn gefährdet hätten. Da hätten ja welche sterben können durch das Experiment. Scheiße, Alter. Also ich sag mal so, Bro, Trockeneis gibt ja massiv Stickstoff ab. Das Ding ist, to be honest, Bro, wenn du Trockeneis in der Badewanne hast und das in der Stickstoff tatsächlich in die Leitungen zieht, kann das eventuell bei den Nachbarn zu einer schwierigen, CO2 ist es, nicht Stickstoff, CO2 ist es, CO2, kann es zu einer CO2-Vergiftung bei den Nachbarn kommen, was aber relativ unwahrscheinlich ist. Was wirklich relativ unwahrscheinlich ist. So. Also er hätte in der Theorie, ist es nicht ganz ungefährlich, deshalb macht man das auch im besten Falle nicht in der Badewanne so. Aber Digga, also das ist jetzt auch wieder so ein typisch deutsches Ding. Da wird er dann wieder gesagt, yo, als würde Kevin sein ganzes Haus umbringen wollen. Also wenn er ist es andersrum, dann will das ganze Haus fucking Kevin umbringen und nicht so rum, Digga. Imagine aber, du kackst gerade und plötzlich hörst du von unten nur so von Rezmann und Kevin einfach wegen diesem Trockeneis und irgendwann wirst du einfach ohnmächtig, Bro, weil durch das Klo dieser CO2 nach oben zieht und du schlägst dir den Kopf an und bist einfach dead, Junge, what the fuck. Dicker, das ist wirklich der größte Joke, den ich je gehört habe. Es ging nicht darum, dass wir den Boden Lauren, gefickt Dankeschön. Haben oder so, es ging darum, wir hätten Leute umbringen können damit. Ja, Bro. Auf jeden Fall ist es halt so, ich bin turbo genervt einfach davon. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil ausziehen und Bude anzünden. Ja. Ja, chillige. Chillige Hammer, Idee. Da freut sich die Kaution auf jeden Fall, die ich nicht wieder zurückbekommen werde. So. Die wirst du ja nicht zurückbekommen, Bro. Also so wie dein Boden aussieht, du hast Parkett bei dir, Bro. Die Kaution kannst du vergessen, Digga. Ich kann bis jetzt auf jede Kaution, die ich bezahlt habe, jede Kaution, die ich bis jetzt abgegeben habe, war bis jetzt immer weg, Digga. Das Parkett geht einfach kaputt, das kannst du vergessen. Das ist halt so voll. Also das Ding ist, Kevin hat jetzt, Kevin hat bis jetzt tatsächlich eine E-Mail bekommen. Das ist aber keine Abmahnung. Das ist also jetzt scheinbar keine
offizielle Abmahnung, weil eine Abmahnung kann per Mail erfolgen, muss aber, glaube ich, auch nochmal postalisch zugestellt werden, wenn ich mich richtig entsinne. Sei denn, Mietrecht wurde dahingehend geändert, weiß ich nicht. Ich glaube sogar, eine Abmahnung muss sogar postalisch per Einschreiben geschickt werden. So, das ist die erste Sache. Also da schon mal, Kevin, wirst vielleicht aus der Wohnung rausgeworfen. Digga, erstmal müssen dafür 3 Abmahnungen kommen, bis man dich überhaupt aus der Wohnung kündigen kann. Aus einem besonderen Grund. Unentspannt, weil, Bruder, hier drin sind gerade 45 Grad, aber ich habe jetzt Angst, dass ich halt mein Fenster aufmache, dann irgendwie laut bin und dann irgendwie, weiß ich nicht, hier Atze von nebenan, Alter, dann irgendwie snitchen gehe bei der Vermietung, weil ich einmal irgendwie fuck in etwas ja, lauter. Ja, Kündigung sei. Ist einschreibt. Und dann fuck mich halt auch ab, weil ich will halt irgendwo umziehen. Auf der anderen Seite ist halt jetzt hier keine Wohnung gerade frei, wo ich gerne hinziehen möchte. Würdest du als Vermieter deshalb jemanden rauswerfen? Nein, Dicker. No joke. Ich habe noch bei mir in der Wohnung schon Atzen, die darin so ein bisschen... Ne, einmal einen weggekifft haben und Nachbar hat sich beschwert und ich habe so gesagt, ey, ans Fenster und gut ist, so wisst ihr, was ich meine. Das ist, solange, also ich hatte noch nie den Fall, dass ich einen Mieter bei mir kündigen musste oder abmahnen musste. Ich hatte einmal das Problem, dass ein Mieter irgendwie seine Heizung, das Ventil abgedreht hat, irgendwie so ganz dumm, dann ist Wasser in die Wohnung gelaufen, der Typ war 3 Monate in der Türkei und die Wohnung hat dann angefangen zu schimmeln, Digga. Aber... Das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen Probleme hatte mit einem Mieter. Ja, Digga, Big Omega Lull, ich weiß auch nicht, Alter. So, und ich bin halt auch hier noch im Mietvertrag für die nächsten eineinhalbes Jahr oder so. Oh, Digga, Kevin hat sogar noch mal ganz entspannt einen sehr, sehr geilen Zeitmietvertrag unterschrieben, Bro. Ich sag's dir so, wie es ist, 80% der Zeitmietverträge in Deutschland sind falsch, meiner übrigens auch. Und ich will hier auch eigentlich ein bisschen Geld investieren für eine Innenarchitektin. Aber Dicker, ich brauche hier nicht Geld investieren für eine Innenarchitektin oder irgendwie für eine Klimaanlage oder irgendwas. Ja, true. Wenn ich hier schon gefühlt angezählt bin vom Vermieter, dass ich nächste Woche rausgeschmissen werde. Ja, ich bin fucking genervt, Digga. Es ist absolut abfuck. Ja, so. Yo, ich kaufe einfach das komplette Ding hier. Einfach den kompletten Bereich hier kaufe ich, Digga. Das Haus. Ich kaufe einfach alles. Digga, also so wie das, wie ich es gesehen habe, Kevin, der ganze Innenhof. 80 Millionen, 60 Millionen. Und vermietet dann an meine Streamer-Homies. Und wir machen, ist nicht das YouTuber-Haus, sondern es ist einfach Streamer. Zieh nach Köln, Smile. Gebäude. Bro, Kevin, auf jeden Fall ziehst du nicht nach Köln, Digga. No joke, ich erteile dir hiermit jetzt Köln-Verbot. Komplex dann, Alter. Holy shit, let's go. Bro, du schreist aber wirklich immer geisteskrank rum. Hätte ich auch schon lange angezeigt. Ja, weiß ich. Das, es sind auch nicht Sachen, die mich jetzt... Lautstärke ist no joke so ein Ding. Kevin hat da, guck mal, ich sitze in dem Keller, Digga, auch in einem Mietsobjekt. Der Keller, hier habe ich Schallschutz gedämmt und so weiter und so fort. Bro, das Einzige, was bei Kevin Schallschutz auffängt, ist der fucking Müllhaufen im Hintergrund, Alter. No joke, also alles, was bei Kevin gerade Schall frisst, sind Pappkartons und leere Essensreste, Digga. Also, Bro, da musst du dich nicht wundern, dass da irgendwie Stress gibt. Es sind auch nicht Sachen, die mich abfucken sollen. Ich weiß, wie ich meine, es ist so, ich verstehe alles davon. Es ist trotzdem nervig, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe, dass es nicht so cool ist für die Vermietung, wenn sie sehen, dass einer ihrer Mieter irgendwie 40 Kilogramm Trockeneis in die Badewanne wirft und dann irgendwie, weiß ich nicht, die komplette Wohnung unter Rauch steht. Oder dass irgendwie so ein Typ die ganze Zeit rumschreit, während er Dark Souls spielt, mit irgendwie 4000 Viewern oder so. Aber es ist trotzdem scheiße für mich. Keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Guck mal, selbst wenn die mir jetzt sagen, ja, fick dich, wir 4000 Viewer, keine Cringe. Kündigen dich, wir schmeißen dich raus. Mhm. Dann ist es ja jetzt nicht so, dass ich dann direkt homeless bin. Hast oder so. Hast du mitbekommen, dass so, ne, man hat dann wahrscheinlich irgendwie eine Frist von, keine Ahnung, einem Monat oder 2 Monaten. Ja, so eine fristlose Kündigung sind meistens 1 Monat, also eine ordentliche Kündigung nach 3 Abmahnungen, glaube ich, 3 Monate. Aber Bro, du musst erstmal Abmahnung fressen. Also das Ding ist, du hast gerade 2K. Ja, Digga, ich habe auch gerade Stream gestartet, Chat. Fickt euch mal ins Knie und es ist 12.45 Uhr, ja. Es ist nicht wie bei Kevin, Alter. Meine ganzen Leute, das sind alles Uni-Professoren, Digga, die kommen erst abends nach Hause, machen sich eine 2.000 € Flasche Rotwein auf und genießen den Stream, okay? Bei mir ist es was anderes, Digga. Bei mir ist es so, dass die Leute extrem berufstätig sind, extrem erfolgreich. Und dementsprechend noch keine Zeit haben, den Stream zu schauen, wahrscheinlich, oder? Digga, also das Ding ist, er fliegt ja nicht direkt raus. Und auch das, einen Mieter rauszubekommen aus der Wohnung, extrem schwer. Sech, wir brauchen nicht arbeiten. Ja, Sech, Digga, Sech ist eh schon Twitter-Millionär, dem ist alles egal. Whatever, wo man dann ausziehen muss. Und derzeit finde ich halt Sech eine neue Wohnung. Aber es macht so ein unwohles Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Was ist das, Digga? Perfekt. Und bald kommt noch ein schreiender Streamer dazu. Ja, ist so, Digga. Also, Sascha zieht halt über mich. Aber das geht halt nicht. Was machen wir? Ich schreie so laut wie noch nie zuvor in meinem Leben. Sascha, schrei du einfach so laut, dass meine Schreie kaum noch auffallen. Oder wir verteilen in diesem Hauskomplex mehrere Leute, die sehr laut sind. Und dann wissen die gar nicht, wer es jetzt ist, weil von überall Schreie kommen.
Boah, da sehe ich mich auch. Also no joke, an der Stelle sehe ich mich auch da mal ein bisschen rumschreien. Schreien bin ich auch extrem stark drin. Und dann wissen sie gar nicht, wen... Bang Reefed, ja, später. Sie ans, also wen sie quasi... Bei, also wissen sie, wen sie quasi hintergehen sollen und quasi, wie sagt man das, anprangern sollen, weil ja von überall kommt. Das Ding ist halt, wir haben halt ein super, super geiles Haus in Köln. Aber Dicker, bei Gott, ich kann doch nicht nach Köln ziehen, Alter. 99% meiner Freunde sind hier in Berlin und meine Familie und so. Und Köln sieht einfach aus wie Scheiße. Ich finde Köln so kacke. Köln ist no joke, absolut die hässlichste Stadt. Aber Köln hat korrekte Leute, also abgesehen von mir. Ich zieh doch zurück übrigens, ne? Also, ich meinte irgendwann mal vor ein paar Wochen, dass ich Köln ganz cool finde. Dicker, Köln ist einfach Absturz. Wer wohnt da, Digga? Alles sieht aus, als würde es irgendwie... Mann, es hat halt DDR-Vibes, obwohl es nicht mehr in der DDR liegt. So. What the fuck, Bro, Alter? Du kommst aus Brandenburg, du bist groß geworden. Digga, du bist groß geworden auf einem Bauernhof, Alter. Schweinefickenderweise, Kevin, was ist das denn? So, das muss man erstmal schaffen im Westen von Deutschland. Ich überlege halt... Köln ist halt hässlich, aber Köln hat einen Vibe, Digga. Köln hat korrekte Leute. Köln ist halt cool, aber nur, wenn man mit Leuten connected ist. Und das ist halt bei einem Typen, der so aussieht und den ganzen Tag nur zu Hause hängt, Alter, drei Lieferando-Würste in sich reinstopft jeden Mittag und nicht rausgeht, unmöglich Anschluss zu finden in so einer Stadt, Digga. Das ist halt das Problem. Deshalb kannst du Köln nicht fühlen, weil Köln dich nicht fühlt. Ganz einfach, Kevin. Okay, hey, das ist jetzt nicht cool für hier, sondern ich überlege halt, wo soll ich denn hinziehen, wo Gorillas liefert. Lieferservices sind. Digga, bist du tot. Und ich laut sein kann. Ja, das aber gibt's doch gar nicht. Plan, den du mal hattest mit einer wegen, also mit Homie-Streamer, dann einfach eine große Wohnung kaufen. Ja, mieten. True. Digga, nur weil du die kaufst oder mietest, das löst es ja nicht das Problem, weißt du? Ja, Digga, also einen Eigentümer aus einer Eigentümergemeinschaft rauszuklagen, Bro, geisteskranker Kopfweg in Deutschland. Eigentum wird so heftig geschützt. Lacrima, dankeschön, 42, 43, 45, sub. Digga, du kriegst einen Eigentümer in Deutschland, no joke, so schwer rausgeklagt, Bro. Da muss die ganze verdammte Gemeinschaft gegen dich sein. Das braucht mehrere Sitzungen und bla bla bla. Also, Digga, wenn du eine Wohnung kaufst, da kannst du schon wirklich sehr viel Scheiße bauen, Alter. Ich erinnere mich an ein Projekt, was ich mal mitbegleitet habe in der Ausbildung, wo wir Wohnungen veräußert haben und der erste Eigentümer direkt zwei Wohnungen gekauft hat, der hat sich oben das Penthouse gezogen und oben links unten irgendwie eine Wohnung zum Vermieten, so für die Mom, glaube ich, oder so. Und der war einer der ersten Eigentümer, so. Und wir haben beurkundet und alles cool und dann sind die anderen alle eingezogen. Und der Typ, Dicker, ich weiß nicht, was der gemacht hat, der hat da oben die ganze Zeit gefickt und gekokst und nur rumgeschrien, Alter. Der hat Feuer auf der Terrasse gemacht und sowas. Der hat Raketen gezündet nachts und sowas. Also der war... Komplett geistig krank. Der hat Leute da gehabt, Digga. Die haben in den Hausflur gepisst und geschissen. Wirklich, das war ein überreicher Guy. Und, Digga, man hat einen Prozess gehabt, der sich über 5 Jahre, glaube ich, gestreckt hat, den da rauszubekommen. Das war insane, Digga. Das war insane. Also, das kriegst du nicht so einfach hin. Dann sind wir ja noch lauter. Aber nee, ich will keine WG haben. Ich bin kein WG-Mensch. Also, mein... Bro, keiner will mit dir eine WG haben. Bonn, beautiful city und direkt bei Köln. Cringe, wenn Bonn, also Digga, Romatra. Meine Traumvorstellung. Big Baba Nono. Das gibt's nicht. Aber meine Traumvorstellung wäre eine Doppelhaushälfte. Ich habe auch schon mit Reese gelabert. Eine Doppelhaushälfte, wo ich das Haus komplett kaufe. Beide Hälften. Klar, eine Hälfte benutze ich. Eine Hälfte zieht Reese ein auf Miete. Und dann chillen wir da. Dann haben wir zusammen so einen Garten, wo wir dann die Mitte, wo das so getrennt ist, wegmachen. Und dann haben wir einen riesigen Garten, den wir alle zusammen nutzen. Eine geile Idee, Bro. Aber auch da wieder, du wohnst dann in der Guck, du musst dir überlegen, Kevin. Haus kaufen. Dicker, du wohnst in einer Gegend. Ich habe jetzt am Samstag auch nochmal eine Hausbesichtigung, eine Penthouse-Besichtigung. Bei mir immobilienmäßig steht gerade sowieso ein ganz anderer Film an. Erzähle ich euch die Tage auch nochmal irgendwann im Stream. Falls ich streamen sollte. Also das Ding ist, wenn du ein Haus mieten willst oder kaufen willst, du bist immer in irgendeiner Gegend, wo Familien sind. Bro, du hast ständig Fans vor der Tür. Du hast ständig irgendwie eine Mutter, die nebenan sagt, hier riecht's nach Marihuana. Die hören da Musik nachts um 3. Du hast ständig die Polizei da. In der Wohnung ist das Chillige, man kann nicht immer genau zuordnen, wo das herkommt. Also ein Haus mieten, weiß ich nicht, Dicker, ein Haus kaufen, ja, da kann dir wenig was, aber still wird da immer die Polizei gerufen wegen Ruhestörung und sowas. Das ist so dope. Aber das geht. Eins in den Chat wäre auch gerade Schule schwänzt, Digga.
gar keiner hier. Keiner schwänzt hier die Schule. Die meisten, die sind alles junge Unternehmer. Halt nicht. Aber das wäre perfekt, weil ich hätte schon Bock so mit Freunden. Ich habe Bock auf ein Haus, ich habe Bock auf einen Garten, ich habe Bock mit Freunden, aber ich brauche... Ach, Chat, fickt euch. Eine eigene Wohnung. Ich wohne in Köln-Nippes, 5 Kilometer entfernt vom Kölner Dom. Hier liefern über 130 Köln-Nippes Restaurants sehr schön. Bei Lieferando und Gorilla innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Köln-Nippes aber Trash zum Essen bestellen. Ja, Dicker, meine Familie und meine Freunde wohnen trotzdem 6 Stunden weg dann. Ja und, Kevin, dann kauf dir doch einfach was in Köln, du Opfer. Und Köln ist auch einfach ass. Ich will nicht in Köln wohnen. Wir holen halt auf jeden Fall eine Wohnung in Köln. Ich werde öfter in Köln sein. Aber ich will nicht fest nach Köln ziehen. Aber sagt der, wenn er einmal in Köln mit Feiern gewesen ist, sagt, ich glaube, er ändert es. Das wäre so geil. Also, das wird, egal, was ich mit Berlin für eine Lösung finde, es wird auf jeden Fall sehr geil, weil Dominik und ich sind ja beide beim selben. Zieh in Saarland, Digga. Ja, wer zieht denn in Saarland? Also, Digga, guck mal, Saarland, ich will jetzt keinen wieder fronten hier, aber Saarland, keinen da wird Trap, so du bist im Saarland geboren und bleibst da. Aber freiwillig in Saarland ziehen. I don't know, dude. Bei Lena quasi. Und wir holen uns zusammen. Voll krass, dass Kevin mit Lena zusammen ist. Mit anderen Leuten zusammen holen wir uns so ein Content-Haus in Köln, wo Lena dann ein Büro bekommt. Wir bauen eine richtig geile Küche rein für Cost-Streams. Jeder von uns kriegt seinen Streaming-Raum, vielleicht noch einen Gäste-Stream-Raum oder so, wenn das passt. Nice. Genau, und dann können wir halt da auch mal für einen Monat chillen oder so ein Content machen. Und dann jetzt imagine das in Kombo mit Reese wohnt genau neben. Stell dir mal vor, Kevin zieht nach München. Stell dir mal vor, Kevin zieht nach München. In München wirst du vom Polizisten gejumpt einfach. Du wirst dafür gejumpt, dass du ein Krümel... Kili, was geht? Kili, Sub ist abgelaufen. Ganz schnell erneuern. Dass du in München wirst du gejumpt, wenn du ein Krümel in einem Grinder drin hast, Alter. Das kannst du dem nicht antun. Kevin raucht jeden Tag 3-4 Bonköpfe. Das funktioniert nicht, Mann. Das funktioniert nicht. Wenn Kevin irgendwo anders wohnen müsste... Dicker, im Süden geht es nicht. Das funktioniert nicht. Mir... Digga, da können wir immer zusammen nach Köln fahren und immer wieder zusammen zurück. Können uns dann irgendwie so einen Podcast-Raum reinbauen und so. Digga, das wäre so geil nicht, alles. Nicht. Aber so ist alles ein bisschen... Ich fände es überlustig. Ich habe ja schon mit Kevin mal diesen Prank gemacht mit diesem Typen. Mit diesem Cutter von mir, mit Julius, der so auf Fan gemacht hat. Was haltet ihr davon, wenn ich so ein paar stabile Atzen von mir Kevin einfach so erpressen lasse? So auf Schutzgeldmäßig. So wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch lustig, wenn das nächste Mal in Köln ist, oder? Tricky, I don't know. Oh mein Gott, ich kaufe ein Haus, was ja, nicht weit entfernt ist und baue den Keller aus und streame im Keller. Ja, ich glaube, die Lösung ist Haus. Deutsche Monte. Haus mit Keller, oder? Haus mit Keller ist es. Aber Digga, wirklich. Keller, to be honest, ich bin hier sehr zufrieden. Sau, sau, sau chillig, Alter. Ich habe aber noch einen ganz anderen Film und den, boah, wenn ich euch den erzähle, Leute, ich hatte jetzt Dreh mit Red Bull. Ey, ich sag's euch so, wie es ist. Es stellt alles in den Schatten in Deutschland. Wir bauen einfach den größten Turm von Deutschland und. Der ist so hoch, dass alles im Schatten ist. Will ich alleine in einem Haus wohnen? Ich finde das so traurig, Alter. Ja, alleine true. In einem Haus. Ich habe auch noch ein Haus. Bei einem Haus kannst du relativ laut sein, selbst ohne Keller. Naja, aber du hast ja trotzdem einen Nachbar. Und hat man dann nicht da eher noch höher die Wahrscheinlichkeit, dass sollte ich einen Bunker kaufen, da gibt es in Berlin genug von. Familien sind mit Kindern und so? Cringe. Das ist doch ziemlich wahrscheinlich. Da wären doch dann ja, so... Ja, true. Da wären doch so... Ich meine, ganz ehrlich, was sind Leute, die sich in Berlin ein Haus kaufen oder mieten? Das sind doch safe übelst die Schnösel dann. Ja, das sind so Leute, die... Ich weiß, ich habe heute nicht das richtige Outfit, um das zu sagen, aber es sind safe so Leute, die den ganzen Tag Golf und Tennis spielen. Oh, Junge, Junge, Junge. Also so, wisst ihr, was ich meine? Oder Clans oder Sido. Weiß ich nicht, ob das die Lösung wäre. Naja, ich schau mal. Hol dir so ein alleinstehendes Haus mitten in dem Feld. Mitten in dem Feld oder so. Ja, Bruder, cool, da habe ich zwar meine Ruhe, aber da habe ich dann auch nachts 15 Mörder vor der Tür. Und weiß ich nicht. 15 Diebe, da habe ich nicht so Bock drauf, Digga. Ja, okay. Oh! Kevin! Das ist natürlich jetzt krass. Fällt euch was auf, Chat? Warte mal. Das Thumbnail hier, vor einem Tag, hochgeladen. In einer Bubble. Ah, 6.8. Kevin. Kevins Mutter. 9.6. Also. Kevin, Chat, Okay. Also, vielleicht, Digga, soll ich dir einfach mal einen Designer geben, Kevin? Können wir auch machen. Dann kannst du einfach... Fucking stolen, man.